Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pikmin 2. Ich habe gerade volle Kanne gegen den Popschutz gehauen. Ich hoffe, das ist nicht zu laut. Wir gehen wieder in die Chaos-Kaverne. Denn da sind wir ja beim letzten Mal noch nicht fertig geworden. Timer läuft, wunderbar. Und gucken wir uns an, was es da für uns gibt. Vorher kopieren wir natürlich wie immer den Spielstand hierhin. Ja, bitte. Vielen Dank. Und dann kann es auch schon losgehen. Ja, und wir fliegen wieder ins Land der Verheißung. Ich habe mein Fenster offen. Ja, wenn ihr hin und wieder mal hier irgendwie ein LKW hört oder so, es tut mir leid, ich kann das Fenster nicht zumachen. Es ist so gut heiß. Das ist, glaubt ihr mir nicht, ne? Es ist einfach unfassbar. Wir haben den 3.8. und wir haben gefühlte 5 Millionen Grad. So, jetzt wäre es super zu wissen, was wir für eine Pikmin-Kombi beim letzten Mal hatten. Ich nehme mal so 40 rote. Du bleibst hier. Nee, wir nehmen 35 rote. Ist schon wieder so ewig her, ne? Ich war ja im Urlaub und alles. Und mein Gott. Gut, 35 rote, dann nehmen wir so 15 lilane, 10 weiße. Jetzt haben wir 55. Nee, 60, okay. Und 20. Ja, das sollte eigentlich passen. So. Ja, ich hoffe, ich komme mit der Steuerung noch klar. Ich habe in letzter Zeit sehr viel... Oh Gott, nee, komm, warte, was machst du denn hier? Wir laufen an dem einfach vorbei. Hallo? Warum seid ihr nicht in meinem Team? Ja, geil. Das, nee. Das kann nicht sein. Machen wir nochmal. Ne? Kriegen wir hin. Und dann vielleicht ohne Explosion. Gott. Die Pikmin-KI ist gefühlt 10.000 Mal schlechter als in Pikmin 3. Ja. Definitiv. In Pikmin 3 haben die da ja ordentlich dran rumgebohrt. Und das merkt man. Das merkt man. Es macht Spaß, mit den Pikmin rumzulaufen, weil die nicht einfach bei jedem Scheiß einfach stehen bleiben und einen nach hinten werfen. Gut. Nochmal. Wir wollen in die Chaos-Kaverne. Meine ich. Aber erstmal müssen wir ins Land der Verheißung. So. Und wir holen neue Pikmin. Wie gehabt, 35 rote. 15 lilane. 15. 10 weiße. Und 20. Bom. Perfekt. Jetzt müssen wir unser Team noch eben kurz zusammenziehen. Alle herkommen. Danke. So. So, und wir wollen jetzt ganz schnell zur Chaos-Kaverne und nirgendwo anders hin. Ihr sollt auch hier keine Steine kloppen, ihr Idioten. Wieso ist hier eine Krustabitze? Mein Gott. Alles wieder respawned, das macht überhaupt keinen Spaß. Aber gut. Das passt. So. Wir speichern und wir sind mit 100 Pikmin unten angekommen. Das ist gut. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir ohne große Verluste ins nächste Sublevel kommen. Dafür nehme ich einfach mal einen einzigen... Nein. Oh Gott, ey! Ihr seid doch behindert! Na gut, wir haben erstmal 3 Pikmin verloren. Das ist nicht so schön, aber... Es ist, glaube ich, unvermeidlich.
Ich fass das nicht. Das geht nicht in meinen Kopf rein. Was soll das? Warum passiert so ein Kack? Ja gut, in diesem Level hier ist es super einfach, direkt ins nächste Sublevel zu kommen. Ist jetzt Glück, dass das Loch direkt hinter uns ist, aber gut. Ich weiß gar nicht, in welchem Sublevel waren wir denn? War es 5 oder 6? Auf jeden Fall sind wir geflüchtet, weil wir zu wenig Pikmin hatten. So, ihr bleibt da. Ich guck mal eben mit Olimar, ob ich hier nicht mal... Ob wir nicht so weiterkommen. Nein, kommen wir natürlich nicht. Sehen wir denn auf der Map vielleicht schon den Runtergang? Na, ja, gut, wir müssen gerade durch. Das heißt, wir müssen diese zwei Gegner hier auf jeden Fall besiegen. Und ich würde ganz gerne, glaube ich, mit den roten Pikmin anfangen. Ich hoffe, dass diese blöde Pflanze nicht auf uns losgeht. Ah, es hat funktioniert. Wunderbar. Nein, den braucht ihr nicht abzutransportieren. Das ist unnötig. Wir müssen mal eben die Pikmin hier wieder aus dem Boden ziehen. Die er hier mit Fleißarbeit in den Boden gestampft hat. So. Gut. Alle 97 sind in unserem Team. Könnt ihr mal eben schnell die Tür aufkloppen. Und dann ganz schnell einen Rückzug machen. So. Hier dürft ihr stehen bleiben. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Schnell runter. Das war eng. Das ist blöd. Wir wollen doch nur da weitermachen, wo wir aufgehört haben. Okay, wir müssen jetzt so ein bisschen drauf achten, dass uns das Schatzometer immer... dass wir dahin müssen, wo das Schatzometer uns anzeigt. Hey, da ist noch was. Okay, hier müssen wir auch eine Mauer aufkloppen. Sollte sich nicht als so schwierig darstellen. Denn die Gegner waren hier alle etwas weiter draußen. Gehen hier einfach schön am Rand lang. Und dann können wir hier die Tür aufmachen. Ja, Pikmin 3. Geiles Spiel. Hammer. Ich liebe es. 2 von 6 Bossen habe ich schon down. Und dadurch habe ich jetzt mein ganzes Team zusammen. Man hat ja dann 3 Captains. Und ja, macht richtig Spaß. Ja, da war ein sehr lauter Hänger. Macht wirklich richtig Spaß. Und es wird definitiv Let's Play. Ja, ganz klar. Wann, kann ich halt noch nicht versprechen. Vorher gibt es noch ein paar andere Projekte, die mir im Moment mehr am Herz liegen. Moment. Ne, hier gibt es keine Schätze. Hier gibt es aber auch keine Gegner. Das heißt, wir können hier mal eben den Nektar uns ziehen. Ah, doch, einen Gegner gibt's hier. Aber den machen wir ganz schnell kaputt. Bom. Ich glaube, das war's. Das Einzige, was dieser Gegner macht, ist uns ganz viel Nektar und Ultra-Bitter-Spray und sonst was geben. Ich glaube, hier waren wir dann auch abgebrochen. Ja, Super Motivierspray gibt's in Pikmin 3 auch. Habe ich jetzt gerade gefunden. Wusste ich auch nicht. Und ansonsten habe ich bis jetzt erst eine neue Pikmin-Art entdeckt. Die Fliege-Pikmin habe ich noch nicht. Aber wie gesagt, grandioses Spiel. Finde ich richtig gut und macht mir deutlich mehr Spaß als Pikmin 2 zurzeit. Das wollen wir ja auch jetzt wirklich möglichst schnell zu Ende bringen. Viel ist es ja so gesehen nicht mehr. Gut, hier gibt's Schätze, hier waren wir noch nicht. Ja. Was machen wir? Wir gucken uns erstmal um. Hier fällt nichts von der Decke, nein. Gut, Olimar guckt sich erstmal... Oh. Ach, komm schon! So ein Frosch kann man auch gut und gerne mal alleine kaputt machen.
Aber ich glaube, das kriegen wir mit Pikmin ganz gut hin. Vielleicht auch nicht. Das hat uns gerade mal 5 Pikmin gekostet. Du Arsch. Naja gut, das können wir glaube ich verkraften. Wir haben einen neuen Schatz gefunden. Sah so ein bisschen aus wie ein Ohrring jetzt gerade spontan. Ja, oder eine Christbaumkugel. Ist auf jeden Fall die Perle der Prinzessin. Ja, dann wohl eher ein Ohrring. Ist jetzt nicht so die Kategorie Ohrring, die ich trage. Aber gut, für Frauen. Warum nicht? So. Dann haben wir hier irgendwie so einen missplatzierten Gegner. Der wohnt doch eigentlich im Wasser, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und ich bin schon wieder viel zu unvorsichtig. Ja? Eigentlich müssen wir das doch alles mit dem ohne Pikmin erstmal erkunden. Denn ich will die Level nicht so oft neu starten, wie ich es in letzter Zeit getan habe. Gut, wir haben hier ein paar Anodenkäfer. Und mehr von diesen Faulquappen, die einfach eigentlich nichts können. Ein bisschen schnappen können die. Aber sonst halt nichts. Die kriegen wir mit Olimar auch sehr schnell kaputt. So. Plop. Ja, hier ist wieder irgendwo ein Schatz. Ich nehme an, der Pilz da oben. Ich muss mir nur noch überlegen, wie wir da drankommen. Ah, doch, ich glaube, ich weiß es. Wir gehen hier außen rum und schmeißen Pikmin hoch. Dafür sollten wir nur gelbe nehmen, weil wir erst den Anodenkäfer hier kaputt machen müssen. Okay. So, dann nehmen wir mal nur gelbe. Ich hoffe, dass die, dass der Frosch hier nicht rüberkommt. Ah, sieht's, hat er uns auf dem Schirm? Ich glaube nicht. So, mach den platt. So kann er nämlich gar nichts. Wunderbar. Ja, und an ihn kommen wir gar nicht ran. Nee, aber der kann ja jetzt auch nichts mehr. Also können wir auch ruhig mit allen Pikmin da hochlaufen. Ey. Das sah so aus, als würde ein rotes Pikmin stehen bleiben. Gut, kommt her. Alle. Auch du und du. Danke. Ja. Machen wir mal so. Es ist so heiß. Es ist unfassbar heiß. Geht's euch auch so? Oder habt ihr eine Klimaanlage zu Hause? Manchmal denke ich mir, boah, jetzt einfach ins Auto steigen und losfahren. Und dann echt bis Ende da drin bleiben, das wäre so geil. Wie viele brauchten wir da? Achso. Ja, jetzt habe ich natürlich keine gelben Pikmin mehr, das war sehr schlau. Okay. Ich glaube, hier können wir wieder weg. So, ja. Nein, 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 ihr seid doch dumm! Ihr seid doch so dumm. Deshalb habe ich euch da stehen lassen. Gott! Okay. Gut. Den Pilz hätten wir. Ein funguider Schößling. Nicht so viel wert, aber es ist ja immerhin ein Schatz. Und das war's an Schätzen. Okay. Dann können wir theoretisch mit Olimar einfach nur den Untergang suchen. Warum soll ich die ganze... Du bist so ein Vollidiot! Ja. Gut, lauf ins Wasser, lass dich grillen, was auch immer. Idiot. Ja, in der Zwischensequenz können sie durch den Stromdraht laufen. Das ist cool. Das ist auf jeden Fall cool. So. Ja, der Part würde nicht mehr lange gehen. Wir haben gerade es geschafft,
das sechste Sublevel zu machen. Deshalb würde ich einfach sagen, wir machen hier den Cut. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben, ein Abo oder einen netten Kommentar. Und bis zum nächsten Mal. Ich sag Keep Gaming. Und ja, ciao.